Was passiert diesen Sommer beim VfL Wolfsburg? In Sachen Abgängen gibt es bei den Wölfen bisher wenig zu vermelden. Hong wird direkt weiterverliehen, Luke Bakio kehrt zu Hertha zurück. Brooks und William dürfen ablösefrei gehen, während Schlager an Leipzig verkauft wurde. Abgeben könnte Wolfsburg aber noch einige Spieler. Babu, Brekalo und Rex Bijai werden aktuell mit festen Abgängen in Verbindung gebracht, während Bialek wohl für mehr Spielzeit verliehen werden soll. Abonnier doch jetzt schon mal unseren Kanal, bevor wir zu den Wolfsburger Zugängen kommen, und schreib uns gerne in die Kommentare, welchen Verein du dir als nächstes wünschst. Mit Kaminski und Wimmer wurde bereits einiges für eine stärkere Offensive im nächsten Jahr getan, während Franjic als defensiver Mittelfeldspieler und Fischer als Rechtsverteidiger zusammen die Defensive stabilisieren sollen. Aber auch die Leihrückkehrer Gilavogi, Mamouche, Pongracic und Brekalo bekommen unter Neutrainer Kovac möglicherweise eine neue Chance, sich zu beweisen. Mit Gerüchten um Viti, Kamo und Kaplan besteht großes Interesse daran, die Innenverteidigung weiter zu stärken. Dazu sucht man wohl noch einen Schlagerersatz fürs Mittelfeld, damit Kovac in der neuen Saison mit seiner Truppe wieder voll angreifen kann.